Hinter mir sehen Sie das Törle-Areal. Es besteht aus zwei Teilen, einem bebauten Teil mit denkmalgeschützten Gebäuden, die seit mehreren Jahren auch in Bearbeitung sind und teils schon fertiggestellt sind, und den Baufeldern 4 und 5, etwa 21.000 Quadratmeter groß oder zwei Fußballfelder, die aktuell für einen Skandal gesorgt haben sollen. Denn die Lokalzeitung Mannheimer Morgen berichtete, dass der Investor Tom Bock dieses Gelände 2015 für rund 6 Millionen Euro erworben haben soll. Das ist wohl ungefähr zutreffend. Und dies nun für 36 Millionen Euro weiterverkauft haben soll. Auch das scheint möglich zu sein. In der Lokalpolitik hat insbesondere der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Reinhold Götz von einem Skandal Verkauf oder skandalösen Verkauf sogar gesprochen, was natürlich ein Zungenschlag ist, der das Verhältnis zwischen Investor und der Stadt und insbesondere der städtischen Tochtergesellschaft MWSP enorm belastet. Die MWSP ist zuständig für die Entwicklung und Vermarktung der ehemaligen Militärflächen, und die Mannheimer Lokalzeitung Mannheimer Morgen hat nun in einem Artikel einen Aufsichtsrat der MWSP zitiert, nachdem über dieses Grundstücksgeschäft in einer Sitzung im Dezember nicht gesprochen worden sei. Dagegen hat die Stadt und haben Stadt und MWSP heute gegengehalten in einer Pressemitteilung und dies als objektiv falsch dargestellt. Was bedeuten würde, dass der Mannheimer Morgen Fake News verbreitet hat, denn offensichtlich ist in der Aufsichtsratssitzung darüber gesprochen worden, zumindest über den, wenn auch geringen Stand des Wissens, den Stadt und MWSP hatten. Hintergrund der ganzen Sache ist: in dem Augenblick, als die MWSP das Gelände an den Investor Tom Bock verkauft hatte, ist dieses Geschäft gelaufen. Es ist privater Grund. Er kann dann natürlich weiterverkaufen, wenn er für 6 Millionen gekauft haben sollte und für 36 verkauft haben sollte, hört sich das innerhalb von 3 Jahren natürlich nach einem enormen Gewinn an, der ganz unvorstellbar ist. Aber auf dem Gelände ist ja auch was passiert. Es ist überplant worden, es gibt bereits einen Aushub. Das heißt, das Gelände ist anentwickelt und hat natürlich dann auch eine entsprechende Wertsteigerung. Der aktuelle Verkaufspreis, wenn die Zahlen so stimmen, würde etwa bei 1.700 Euro den Quadratmeter liegen. Da fehlt noch die Bebauung. Je nachdem, was dort fertiggestellt wird, könnte man in einem durchaus weiterhin vernünftigen Rahmen bleiben. Möglicherweise ist dem Investor Tom Bock die Liquidität ausgegangen. Er hat sich deswegen entschlossen, andere Partner mit ins Boot zu holen, die entsprechend Geld geben, um das Projekt voranzubringen, das offensichtlich in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so richtig vorankam. Auch das ist eine Spekulation, aber es bleibt ein heißes Thema, vor allem in Zeiten von Fake News. Sollte man genau recherchieren, was man veröffentlicht, anstatt die Stadtgesellschaft unnötig in Aufregung zu versetzen über ein Geschäft, das vielleicht ein ganz normales Geschäft ist, das vielleicht der Normalbürger nicht versteht, weil er solche Geschäfte nicht macht. Aber bislang ist nicht zu erkennen, dass hier wirklich ein außerordentlicher Skandal vorliegen würde. Aber wir haben natürlich im Mai Kommunalwahlen und da sind alle etwas nervös in der Stadt.